du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Black Flag. Ja, wir wurden im letzten Part inhaftiert und sind jetzt gerade dabei, uns zu befreien und das Schiff zu entern. Warten Sie in der Ecke, tut es gut. Hier ist dein Plan, Kumpel. Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Komm, traut euch, kommt zu mir, los. Kommst du? Knack. Das war der erste Streich. Warte mal, hier, geh mal die Munition her, so. Dein Schwert nehme ich auch noch mit, danke. Ich habe ein Schwert. Warte mal, ey. Komm mal her. Komm her, mein Hübscher, komm mal her. Komm mal her. Knack. Ricke, ricke, racke, mach das Genicke, knacke. Eins. Ich liebe Geld. Da haben wir noch einen Kandidaten, alles klar. Komm mal her. Der Kerl muss richtig taub sein. Jetzt komm endlich her. Oh mein Gott, was ist das? Hab dich. Bleib liegen, Lusche. So, ich plündere mal ganz schnell. Danke. Oh, ich plündere ich auch. Ah, ich liebe Geld. Ich weiß, die leben noch, die haben Schmerzen, aber egal. Na gut, ich könnte jetzt auch das Schwert nehmen und die einfach von ihren Leiden erlösen. Was ich natürlich auch machen werde. Immer schön die Klöten stechen. Wer will noch? Och, der arme Mann leidet ja. Ich erlöse ihn. Ich habe ihn erlöst. Gib her. Schwerte mich wieder mit. Danke. Ja, mein Zeug. Gleich mal mitnehmen. Wir stehlen eine Brick. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Da bin ich doch gern dabei. Schnappen wir uns die Leute. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brick in der Flotte. Ich mache mich auf den Weg. Noch mehr Idioten, das kriegen wir hin. Also, wir befreien die Gefangenen. Ja, komm her, ja, komm her. Komm mal her. Komm her, Kumpel, komm her. Komm her. Komm mal her. Knack. Du hast bestimmt eine Menge Kohle bei dir, oder? Wenn du eine Perücke trägst. Sehr schön. Hier sind die Markierungen. So. Hoch da, ihr werdet mich niemals sehen. Gute Nacht. Haben wir hier noch irgendwo einen Scharfschützen? Nee, das ist der einzige gewesen, oder? Ja. Den Haken, ja. Yeah. Ich bin jetzt Captain Hook.
Okay, Leute, ihr wollt spielen? Kommt her. Ich zieh nochmal kurz meine Schwerter. Knack. Knack. Knack und... Bäm! Nee, Schieds will ich nicht. Schieder haben kleine Lümmel, das will ich natürlich nicht. So, geht mal her hier. Das nehmen wir auch noch gerne mit hier. So. Alles schön betasten. Euch betaste ich natürlich auch noch. Nicht, dass hier gleich eine Debatte wegen MeToo ausbricht und sowas in der Art. So. Befreien wir die Jungs. Hey, Leute, ich befreie euch. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Ist doch schon ein gutes Zeichen, oder? Da tun wir auch noch welche, die holen wir uns. Huah. Komm, kein Way hoch da. So, holen wir uns den Typen hier. Und den als nächstes. Über Bord. Hm, euer Ernst? Hier habt ihr. Knack. Und du kriegst noch eine Ladung in den Bauch. Bam. Na komm, stirb einfach. Ach, du willst auch noch? Komm her. Lebensmüde? Okay. Was hast du davon? Geht doch. So, bevor die anderen aufkreuzen, ich rette euch. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Richtige Einstellung so. Wie viel noch? 6 Stück noch? Okay. Oh, schönes Schiff. Sehr schönes Schiff. Oh, können wir das nicht einfach nehmen? Das ist sehr schön. Oh, scheiße. Blöde Lampen. Oh, hat trotzdem funktioniert. Sehr gut. Das ist ein Heavy. Den müssen wir auch noch erledigen. Hab dich. La Assassino. Euch beide kriege ich. Oh, schön auch noch einen toten Winkel. Ja, bin ich in der Kiste. Da kann mich keiner sehen. Sehr gut. Ihr seid frei. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Zwei fehlen noch für die... Nee, vier. Vier fehlen noch. Okay. Da drüben, die Jungs, holen wir uns noch. Das lange Seil, wir nehmen das lange Seil hier. Reicht das? Ja, es reicht. Nicht! Oh, scheiße. Schön hoch da, schön hoch da. Komm, Freddy, Bus bauen. Da sehe ich zwei. Schreit nach einem Luftattentat. Ich beide kriege ich. Jetzt. Komm, schnapp mich doch. Komm und hol mich. Yeah, Baby. Du Pfeife, du. So, die anderen rette ich auch noch gleich. Kommt. Rücken voll. Sehr gut. Sehr gut. Jungs, befreie ich hier noch. Boah, runter. Hinter der Kiste, Mann. Okay. Da müssen wir halt so vorlieb nehmen.
Hier, Kumpel. Schön aufgeschlitzt hier. Ach, Mann. Hier wird alle Beef von mir aus. Du willst auch Beef kommen. Ja, du. Knack. Und es ist nur noch ein Dulli da drüben, der jetzt noch Wache schiebt. Während ich mich hier bediene und die ganzen Leute umbringe. Ach, schön. Ja, die Leute sind da ein Killer. Die hole ich auf jeden Fall raus. Ihr seid frei. Schwarzer Bildschirm, ich hab Angst. Ah, okay, ich muss mich jetzt hier runter, alles klar. Hab euch beide. Oh, scheiße. Nee, ausgerechnet der muss mich erwischen, ne? Scheiße, drauf hier, zack. Da habe ich ein paar richtig gut erwischt. So, die beiden kriege ich jetzt auch noch. Platsch. Vielleicht ist da irgendwas Schönes dabei. Wir gucken mal ganz kurz. Nur 8. Na gut, 15. Jetzt müssen mehr. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Kommt Leute, hoch da. So, ab auf die Brick, Leute. Ihr segelt jetzt mit mir mit. Hab dich. Alle an Bord, Leute. Den könnt ihr bei eurem Begräbnis hier haften, Dirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Ja, Worten Gottes Gehör an, Kenway. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. Bereit machen für Aufschlag. Befehl, was dir... Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Kanonen haben wir sogar. Wir können theoretisch auch Güterboote leisten. Oh, stimmt, Feuerfässer. Obwohl wir sind schnell genug, brauchen wir eigentlich nicht werfen. Wir sind schnell genug. Kommen wir ab. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie. Riesenwelle können wir ja an der Auswirkungen auf ihr Schiff haben. Wenden sie in die Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt es nicht, halten sie Viereck, um in Deckung zu gehen und den Schaden zu minimieren. Okay. Wir wurden touchiert! Habt euch nicht so. Macht euch bereit! Feindliches Feuer! Achtung! Boah. Heiliger Bimbam, das ist ja was. Wait, what? Und fahr dieses Ding! Ne, wird eigentlich hier Fernglas raus. Und ach, hier, Windhose, Deckung. Haltet euch fest! Das Ding hat schon ordentlich Schaden angerichtet, ne? Wasserhose, ausweichen! Ja, ja, bin schon dabei. Okay, Deckung gehen bringt ja nicht viel. Das Schiff ist ein bisschen beschädigt, aber hey, wir hauen ab. Das sieht nicht gut aus. Nein. Los, beibehalten, Mann! Boah, Alter. Sieh nur, Captain, die See erhebt sich. Ja, die haben was dagegen, dass wir hier fliehen. Standhaft bleiben, Leute, standhaft.
Ah. Monsterwelle von Steuerbord! Steuerbord ist rechts. Keine Sorge, wir werden genau drauf zusegeln. Scheiße, scheiße Deckung. Das war ja was. Oh, da haben wir schon das nächste Ding. Läuft bei uns, würde ich sagen. Ich darf nicht reingezogen werden, Leute. Ich kämpfe gerade. Ist nicht so, als ob ich hier gerade leichtes Spiel hätte. Okay, das sieht doch ganz gut aus gerade. Oder was meint ihr? Sehr schön. Und wir sind entkommen. Aufatmen, Leute. Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Wally. Warst du schon mal in Nassau, Ada Wally? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Geil, auf jeden Fall eine der geilsten Missionen überhaupt, ey. Ja, wir haben jetzt genug Piraten befreit. Hier, noch bewerten. 5 von 5. Geil. Kann ich meckern, das war eine richtig geile Mission. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt. Wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufheben? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Das lässt sich einrichten.
unsere Leute singen, das ist schön. Und das ist schon eine Insel, wo wir auf jeden Fall mal jagen gehen werden. Ah, schön. Aber ey, wenigstens wieder ein paar schöne, nüchterne Segel. It's a trap, it's a trap, it's a trap. Gut, das reicht, Jungs. Du hast nochmal, ich kann ja auch... Ja, ja, genau, hier gehen wir jetzt jagen, genau. Warte mal gucken, ob das die genau die Insel ist. Na gut. Das ist noch goldrichtig hier. Halt kräftig dagegen. So, geh mal an Land. Landgang! Ui! Boah, wir machen nur mal kurz hier, ne? Kleinen Abstrich auf die Insel, gehen ein bisschen jagen, töten ein paar Tiere. Iguane, Ocelots, jo, können wir hin. Ja, ich weiß, wie jagen geht, alles gut. Ich sehe dich! Komm mal her, mein Kleiner. Du kommst in die Suppe. Da, gesichtet. Meins. Auf jeden Fall ein hoher Aussichtspunkt, wo wir mal ein bisschen die Gegend in Augenschein nehmen können. Oh, Truhe. Schatz habe ich auch sogar gefunden. Das ist ja wunderbar. Er ist jetzt nicht so besonders hoch und so viel gibt es jetzt auch nicht zu entdecken. Also, die Insel ist relativ überschaubar. Just saying. Ich weiß, es ist ein Leguan und kein Urzeit, aber scheiß mal drauf. Der kommt auch in die Suppe. So, komm her, du. Aber Ozelots sind ja so katzenartige Tiere. Katze gesichtet. Komm her, du Kleiner, komm her, du, komm her, du. Bleib stehen, ich schneide den Weg ab. Zwei Katzen sogar. Tja, du warst zu langsam gewesen. Komm her, Kleiner, komm her. Gleich den nächsten. Da drüben. Kommt her, euch jage ich mir, ja. Wir sind zwei, jetzt reicht, wenn einer einen Fehler macht. Hab dich. Schlaf, mein Kleiner, schlaf. Genau, Edward Upgrades, genau. Das bedeutet, wir können es jetzt hier... Nee, warte mal. Ach, Lego, ach, hätten wir auch, ach egal, scheiß drauf. Sich auszurüsten. Herstellung, ja, ja, zeig mal her. Pistolenholster, ja. Jetzt können wir zwei ausrüsten. Gesundheitsupgrade, yo, gerne.
cool. Ja, Hirsche und so, warte mal. Jaguar auch noch, okay, cool. Sehr geil. Zurück aufs Schiff. Ja, wir könnten hier noch die Dinge einsammeln, aber nee, ich mag gerade nicht. Ja, und das Interessante ist, wir können auch einfach hier ein Ruderboot nehmen und darüber schippern. Aber nur, ich werde einfach dann zu Fuß hingehen, dann ist gut. Oh, Schatzkarte, gib her. Schatzkarte, gib mal her. Wo ist denn der Schatz? So gefällt mir das. Okay, ist ein bisschen weiter weg, ist ein bisschen weiter weg. Okay, ist nicht auf der Insel, sondern weiter weg, alles klar. Und eine Flaschenpost. Dann gib mal her. Saufen, Junge. Ah, hier, ja, ja, wie ihr wollt, ihr Kinderspielchen. Einfach das Video pausieren, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Ich werde hier auf jeden Fall aus meinem Let's Play kein Let's Vorlesen machen. Ah ja. Sammeln Sie die verlorenen Briefe. Hey Leute, hier bin ich wieder. Ja, und hoch da. Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Zwischen Brauchen und Wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Ja, okay, mit Luftattentaten so, naja, pff. Kann man machen. Muss man nicht. War trotzdem spaßig. Hat trotzdem Spaß gemacht. Meere bestohlen. Ja. Frieren und Fahrt aufnehmen. Nee, warte kurz. Ich würde eigentlich mal kurz hier in die Kajüte gehen. Warte mal. Denn wir haben in der Kajüte, haben wir ja nämlich noch die Möglichkeit, ein anderes Outfit noch zu wählen. Jetzt gerade nicht. Ich bin der Captain vom Schiff, lass mich da rein. Okay, dann nicht. Ja gut, dann stech mal halt einen See. Stech mal halt einen See, dann ist es halt so. Ah, Turner, sehr schöner Name. Da ist noch Zeug, das holen wir uns. Was machen diese Idioten da? Ich schieße gerade nicht, falls ihr fragt. Naja, bin schon weiß mitzunehmen. Das dürfte doch Nassau sein da vorne, oder? Hoppla, tut mir leid. Ja, ist nass auch hier. Tut mir leid, ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich nur hier das Fernglas benutzen, aber wollte ich nicht. Aber gut, ist nass auch, ja. Na, wollen wir mal. Naja, schon gesehen. Also wenn du meinst, das hier... Nee, hier kommen wir. Stechen mal. Hier, gehen wir hier in den Hafen. Dann müssen wir unser Schiff ein bisschen upgraden und so.
damit wir überhaupt eine Chance gegen irgendwelche lustigen Leute haben. Ja, wir fahren auch das so. Dort upgraden wir mal unser Schiff ab. Dieses Upgrade, damit wir auch nicht Chancen hier haben. Na los, Captain Kielbock! Sag mir, ich stehe unter Arrest! Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Nassau, das Piratennest schlechthin. So, ich brauche erstmal hier Schiffshafenmeister, Schiffsmeister, wie heißt das? Egal. Jemand hier, der sich hier. Warte mal, das hier ist Waffenhändler. Egal, wir gucken nochmal ganz kurz. Ich glaube, beim Waffenhändler können wir nicht das Schiff upgraden, aber scheiß mal drauf. Genau, wir können ja trotzdem noch ein bisschen Zeug verkaufen. Genau, Knochen zum Beispiel können wir verkaufen. Und das Testzeug und die Knochen können wir noch verkaufen. Brauchen wir später, wir werden eh mehr als genug Knochen dann sammeln. Jetzt haben wir ein bisschen Heckbeute kaufen. Ja, für den Fall, dass wir unser Zeug upgraden wollen und kein Talent fürs Jagen haben, genau. Aber ne, ich jag viel lieber, ich jag dann viel lieber. Monturen. Mal gucken, was haben wir denn eigentlich schon als wir haben Altair. Wir können aber auch, wie uns wie ein richtiger Pirat auch kleiden. Ach guck mal hier, gleich wie ein Politiker kleiden, ja, ja. Piratenkapitän, aber auch so eine, hier, da haben wir auf jeden Fall einen so einen fetten Totenkopf hinten drauf, der ist geil. Nee, nee, wir haben uns schon jetzt richtig gut angezogen, passt also. Schwerter können wir. Piratenkrummsäbel, aber der ist jetzt, ich weiß nicht. Aber der Schaden ist ziemlich geil. Vier, drei, drei. Na, hier und da gibt es halt ein paar Einbußen, deswegen. Die beste Investition wäre einfach, wenn ich dann hier Offizier oder halt französischer Duellierdegen, das wäre so die beste, höhere dann Investition. Knarren. Wow. Aber ziemlich teuer. Ne, gib mir die Piraten-Donnerbüchse. Na gut, die habe ich bereits angelegt. Gut, da passt das. Ahoy, there be none more welcome here. Gut, jetzt können wir wieder in den See stechen. Ich sehe doch aus wie ein ganz normaler Mensch. So. Ich sehe absolut nicht aus wie ein Pirat, oder? Arr, ahoi, Matrosen. So, auf jeden Fall ein Aussichtspunkt zum Synchronisieren wäre gut. Jo. Direkt auf 12 Uhr. Obwohl das natürlich mehr nach Hafen aussieht, also dahin. Hafen, ich komme. Hafen, ich bin auf dem Weg. Hui. Hafen, Hafen. Ey, ich muss mein Schiff upgraden. Überall die britische Flagge. Theoretisch müsst ihr überall eine Piratenflagge wählen. Komm, lass mich dahin. Und hoch da, komm. Ich will da nur hoch, ich will nur hoch. Ich will da nur hoch. Ey, sieht aber schon ziemlich geil aus, also. Hui.
Aber ja, ich muss zugeben, ich sehe ein bisschen aus wie Captain Jack Sparrow, so ein bisschen. So ein kleines bisschen. Jetzt kommt schon hin. Das ist eine neue Truhe, Captain Jack, da müssen wir hin. Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Ich will nur hoch. Da ist mein Zeug, das will ich haben. Komm mal her, hier, komm. Guck mal, plündern hier. Hafenmeister, sehr schön. Da können wir jetzt bestimmt unser Schiff ein bisschen upgraden. Ja, ja, ich will mein Schiff ein bisschen upgraden, das sagte ich ja gerade. Was? I only trade with ship captains. Boah, ey, ich weiß nicht, was der Typ von mir will. Irgendwas wegen Schiff? Ja, ich habe ein Schiff, also. Oder er shippt Kapitäne, also quasi so. So eine Fanfic, weißt du? Verschiedene Kapitäne, die miteinander rummachen. Aber wenn der auf so einen Schweinekram steht, wer weiß, also. Ich weiß es nicht. Also, dann gehen wir erstmal einen saufen. Trüben Augen. Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Meinst du wirklich, Kenway, dass es so eine gute Idee ist? Wachen entwaffnen und töten. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Ja, 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 das lässt sich einrichten. Mach dir diesbezüglich keine Sorgen, also habe ich schon einen Plan. Ah, die Musik ist so geil, wir müssen uns leider entfernen. Tut mir leid. Den werden sie alle rekrutieren. Wir holen sie uns. Vorsicht, Sperrgebiet. Als ob, willst du hier die Leute jetzt erschießen oder was? Tschüssi. Ihr seid frei. Die fragen sich auch nur, oh mein Gott, was ist das nur für einer? Oh mein Gott. Er wird sich noch verletzen. Oh. Meins. Das Ziel gefällt mir. Das ist auch noch ein Aussichtsturm in der Nähe. Ja, was für ein seltsamer Kerl, ne? Ein Pirat, der irgendwo rumklettert. Jo, mach's gut, ne? Na 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 na. Kirchturm. Oh, scheiße. Bin ich da, bin ich da, bin ich da, lass mich in Ruhe. Vorsicht, Sperrgebiet. Wenn das der Shanty ist, den ich brauche, ne? Nein! Ich wollte hier die Leute befreien, nicht einen Shandy hinterher flitzen. Ah. Kenway, das nervt langsam, wirklich. Er ist weg. Warte mal.
Ja, ich wollte doch kein Shin hinterherlaufen, Mensch. Ich war nicht fokussiert. Ich will doch mal in Ruhe hier jetzt wettmachen, ne? Ich muss hier Leute befreien. Ja, nicht, dass die dann erschossen werden. Das wäre jetzt nicht so geil. Ich habe eine Idee. Oh, scheiße. Nein, so, ich will ja nur vorbei, ich will nur vorbei, ich will nur vorbei. Lassen Sie mich durch, ich muss was umbringen. Eins A daneben gesprungen, ich bin eins A daneben gesprungen. Geh weg mit deinen dicken Hintern. Gute Nacht. Ihr seid frei, lauft. Oh mein Gott, es wurde jemand ermordet. Jemand sollte etwas tun. Oh mein Gott. Komm, schön mit dem Kirchturm synchronisieren. Das liebe ich ja, das liebe ich ja. Viel trinken ist richtig und wichtig. Jetzt tun wir noch ein paar. Und so, Leute, ich rette euch noch. Seltsam, habt ihr die schon mal gerettet? Ich frag für einen Freund. Und da habe ich mir so viel Zeit gelassen, dass die schon längst wieder in Gefangenschaft geraten sind. Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Okay, gut, da drüben haben wir auf jeden Fall noch welche. Oh, warte mal, eine Mine. Eins. Warum habe ich aber die Schatzkarte ausgewählt? Nee, Geld werfen würde mir ja eher was bringen. I'll find it for you. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Hier, Leute. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber bei allem, was mir heilig ist, ich bin es nicht. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Yeah. Da fehlen noch ein paar. Ein paar fehlen uns noch, dann sind wir fertig. Dann haben wir eine anständige Crew und dann kann es losgehen. Oh. Schon wieder. Okay, von mir aus. Traut euch, kommt zu mir. Lauft, ihr seid frei. Auf ein Seil schießen und Piraten retten. Ich weiß nicht, was damit gemeint sein könnte. Also ich habe da jetzt keinen am Galgen irgendwie gesehen oder so. Also ja klar, zurück zum Schiff gehen, aber wir haben ja natürlich auch eine andere Option. Vermutlich könnte das dann sein mit der Henry, mit den Galgen. An den Händen dieses Piraten. Captain Kenway, wir haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Zu viele. Im Namen seiner Majestät. So, Leute. Traut euch, kommt zu mir und legt mit mir an. Schwerter ziehen, so. Na komm. Na komm. Ist das denn ernst gewesen, ne? Willst du mich erschießen? Komm.
Hab dich. Ja, aber der wollte doch Beef. Der wollte doch Beef mit mir anfangen. Hier. Der wollte doch Beef mit mir anfangen, Mensch. Ich bin jetzt nicht der Bösewicht. Hier, du bist frei. Hab ich befreit. Gott segne euer Zeitgefühl, Kenway. Ein Mann vom Galgen gerettet. Können wir jetzt noch den Geistlichen beklauen? Nein, zurück zu Jektor. Jetzt läuft doch wie geschnitten tot hier. Yeah. I'm gonna ride with you, I'm gonna... Ich hab grad diesen Ohrwurm von diesem Black Flag Multiplayer Modus gerade im Kopf. Nein. So, da bin ich wieder. Ich habe eine Menge Leute rekrutiert. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbringen. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja, keine Ahnung, was mit den Waffen gemeint war, aber kommen wir, wir haben Mann am Galgen gerettet, ist auch geil. Schön am Galgen gerettet, ja, das läuft doch. Es gibt ordentlich Karma-Punkte. So, kann ich jetzt wenigstens mein Schiff upgraden. Hafenmeisterei da drüben, komm, ich will mein Schiff hier ein bisschen upgraden, komm. Bus bauen. You require my services? Ja, es geht. Perfekt, ich kann mein Schiff upgraden. Wunderbar. Oh, warte mal, aussehen. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir schon irgendwas Geiles? Wir gucken mal. Mau, oh, aus purem Gold, ey. Dann gib mal her. Ja, das macht schon ordentlich Eindruck, ne? Können wir uns alles noch gar nicht leisten, ey. Okay, Ejector Upgrade, was haben wir hier Schönes? Rumpf, Kanone, wir brauchen mehr Metall. Aber hier einfach mal ein bisschen Tausender, hier. Yeah. Holz, nicht genug Holz, ja. Alles komplett auf Rot, komm in der Hauptgeschichte voran. Scheiße. Na, außer das hier. Harpunen kann ich mir holen, wenn ich hier Tiere jagen gehe. Sehr schön. Ich meine, ey, jagen werden wir auch noch. So ist es nicht, ne? Business well concluded. Na, mal gucken, wenn wir jetzt hier zurück zur Jektor gehen, vielleicht können wir dann endlich das Schiff upgraden. Riesen und Plünderung. Alles klar, gehen wir es an, Leute. Ich bin bereit. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber.
So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Das hält mich wach. Segel setzen! Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bringe uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter. Du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Schön, ihr macht es doch. Dio. Da, Diomond. Steuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Ja, ich würde gerne schon. Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Ja, ich würde gerne nach vorne feuern, aber es geht nicht. Deswegen, das hört sich gerade, was ich hier mache. Ich versuche gerade nach vorne zu zielen, aber. Oh, warte, es geht. Mein schrimmfähiges Schiff, ja, ich kenne das doch. Hier, um uns, die Jungs. Er ist kampfunfähig und auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig und versenke sie nicht. Okay, wir werfen schon Seile. Perfekt, da passt es ja. Ich will sie nicht mit Geld bewerfen, ich will das Geld von ihnen haben. Ich will selber mit Geld beworfen werden. So, Schwerter und Knarren ausgerüstet. Sehr gut. Noch ein bisschen näher. Ich glaube, jetzt komme ich schon rüber. Ui, yeah. Traut euch. Kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich schmeiß euch so die Prügel raus. Kommt her. Komm schon, komm. Hacken, zerfleischen, da frei servieren. Das war schön. Que tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? Moment, mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Fährt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Ah, unsere erste Beute. Ach, schön. Schlecht zu reparieren. Ja, wir haben später noch andere Möglichkeiten, mit den Schiffen umzugehen, aber ja, wir reparieren sie erstmal. Guter Fang heute, Camry. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen. Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch, die sind so rar wie ein ehrlicher König. Schade.
Ja, jetzt schon mega Bock drauf. Ja, roter Bereich, wir sollten da nicht reinsegeln. Ah. Warte mal, vielleicht finden wir hier unterwegs noch ein paar interessante. Nee. Aber wir können ein paar Tiere jagen gehen. Oh, warte mal, was sind das denn? Was ist mit dir da drüben? Warte mal, was hast du denn da? Feuerfässer, nee. Ich bräuchte schon was, was krasseres irgendwie. Ich weiß, Kleinvieh macht auch Mist, aber komm schon, ein paar mehr, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Was krasseres, was besseres, was spannendes zum Spielen. Und Schokolade. Yeah. Yeah. Hm. Ja, warte mal, da haben wir noch ein Bötchen. Nee, kein Boot. Aber jetzt nicht so krasses Zeug, warte mal. Kanone, Kanone, komm, irgendwas Schönes. Ja, ich will auch nicht immer nur Schoner entern, so eine Prick wäre schon was Feines, warte mal. Kanone. Aber klar, wir müssen auch darauf achten, wie stark die anderen Schiffe sind und ja gut, wir müssen erstmal hier unser Ding upgraden. Kanonenboot. Kanone. Irgendwas Gutes. Ich brauche irgendwas Gutes. So einen guten Fang. Wisst ihr, was ich meine? Say, hey, wickedigge, haha. Good morning, ladies all. Ach, da ist gleich da. Perfekt. Topsegelberg! Sind gleich da. Danke, Jungs. Ist keine Schikane. Ja. Yeah. Ganz entspannt, Leute. Hier kommen wir ein bisschen schneller. Marssegel! An Schotthorn, an die Schoten! Zivilist, die lassen wir natürlich in Ruhe. So, und hier sind wir ja. Hier, wir docken an. Bergen, alle Segel bergen, Männer. Sehr gut. Wir legen an, wir legen an. Ausgerechnet hier, warum nicht zurück nach Nassau? Das wäre, ich bräuchte eine Erklärung. Warum gehen wir nicht zurück nach Nassau, sondern gehen hier zu irgendeinem random Hafen? Ich frag nur. Mittelstockenrumpf kaufen. Sektor Upgrade, Rumpfbau. Ja, jetzt kann ich. Kostet 1000, das passt. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr einstecken, weißt du? Aber ja, klar, ich bräuchte auf jeden Fall noch ein paar härtere Kanonen. Ein paar richtig starke Dinger. Als ob. Ja, yeah, aber trotzdem ist geil. Das erste Mal hier geplündert, trotzdem war es geil. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Reisen, deren fehlen. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen.
Stint. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Campbell. Ich würde sagen, die Gefahr ist... Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich war gerade so schön in der Stunde. Da, das ist drüber schon gesehen. Ja. Das sieht geil aus, was ich habe. We will do with the drunken sailor. We will do with the drunken sailor. Early in the morning. Den will ich haben. Der sieht sehr gut aus. Early in the morning. Schön draufhalten. Sind bereit, Sir. Boom, Schakalaka. Jetzt beginnt der richtige Spaß. Ey, haut nicht ab, Mensch. Bleib doch hier. Bleib doch hier, ihr Lümmel. Oh, klar, ihr wollt Beef? Klar, ihr kriegt Beef. Wurden getroffen, Sir. Holt sie nieder, raus aus dem Immer guten Schaden gemacht mit den Rammsporen. Haut da nicht ab! Ich will euch doch plündern! Bleibt stehen, ich muss sie einholen. Komm, die Ober uns, komm. Komm schon. Ja, volle Ladung. Komm schon. Jetzt traut euch doch mal. Traut euch ruhig. Kommt. Metaphorischer Nebel. Oh, der Nebel ist gut. Ach, die war auch nicht fertig geladen. Habt ihr jetzt geladen? Egal, jetzt muss ich wieder einholen. Die werden mir nicht entkommen. Die werden mir nicht entkommen. Kommt her. Ja, mal schön reinrammen. Nur Zeit und Holz können das noch locker trimmen. Boom und entern. Enter, jetzt wird geentert, komm. Aber klar, benutze mal die Kanone. Beim letzten Mal haben sie sich ja drüber aufgeregt, dass ich die nicht benutzt habe. So. Bisschen hoch. Keine Muni mehr? Okay, wir springen rüber. Bis zum Tod. Oh, großer, ganz großer. Au. Hier, Leute. Das gefällt euch, ne? Ja, wusste ich mir doch. Jetzt wusste ich doch, dass es euch gefällt. Yeah. Das war ein knapper Sieg. Das war ein sehr, sehr knapper Sieg. Ey, aber dafür eine Menge Beute. Beute ist dafür richtig viel. Ja, Metal rum, schwere Kugeln, alles. Ja, Ejector reparieren. Später werden wir noch andere Optionen übrig haben, was wir mit den erbeuteten Schiffen machen werden. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht.
Ja, wir werden schon verfolgt. Das sind Piraten, die auf uns aufmerksam geworden. Aber die können wir ja ebenso gut auch noch wegmachen. Was ist mit den anderen? Was habt ihr denn bei euch? Sieht gut aus. Sie haben keinen Bock, guck mal hier, die fahren doch hier schon nicht direkt auf uns zu, also passt das doch. Das ist schade, nee, die haben einfach keinen Bock auf uns, guck mal. Die bleiben da einfach hängen, die haben keinen Bock auf uns, die bleiben da einfach, oh, Mensch. Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, also ich hätte mich schon auf einen Kampf gefreut, aber wenn die keinen Bock haben, was soll ich da bitte machen? Nehmt die Rahn aus dem Wind! So. Habt ihr nicht gehört? Na, ist schon gerade dabei, guck mal. Rüber. Hui. Hallo. Ah nee, muss da drüben. Ah. Warte, wir können einfach rüberspringen. Tap und tap. Müsst ihr verschwinden, Freund? Sicher. Breitseitkanonen. Ja, mehr Schaden ist immer gut. Ich hab doch ja die Kohle. Manni, Manni, Manni. Warte mal. Hier, ich will die Breitseitkanonen. Necessita algo? Das Kapitänskredit brauche ich eigentlich nicht. Ich kann auch jetzt hier kaufen, die Breitseitkanonen. Hier, Breitseitkanonen, Gebär. Mädel, Junge. Da brauche ich ein bisschen mehr. Okay. Ja, Mann, ist doch vorausgegangen. Guck mal hin. Wir werden das Schiff richtig geil upgraden, sag ich mal. Das ist richtig geil. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ah, ah, Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Du träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Ja, nö, also, wie man jetzt sagt, die hingen fest, die hatten ja keinen Bock, gehabt, uns anzugreifen, aber an sich, geil, geile Mission. Tja, wir könnten uns jetzt mit Captain Kid treffen, oder aber... Ich guck mal ganz kurz, was für Upgrade-Möglichkeiten wir haben. Ich meine, in der Hauptstory ist man ja ein bisschen vorangekommen. Wir treiben davon. Egal, ich habe den Kapitänskredit. Wir gehen mal in die Kajüte, gucken uns mal in Ruhe um. Ah, unsere Klamotten, ne? Da, Schiff, Schiff, Schiff. Da kann ich auch gucken wegen Upgrades. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Ja, kostet halt alles einen Preis, ja. Na gut. Bedeutet, wir werden also noch ein bisschen entern und kentern. Gut, meine Lieben, bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, mach's gut, meine Freunde. Ciao. Wie kommst du darauf, dass das irgendjemandem gefallen könnte? Das ist ja gar nicht mal so scheiße. Ich bin bereit, ein paar böse Jungs zu bestrafen. Vergiss es, ich bin raus.